Wir befinden uns hier heute in der neuen Zentrale der Funke Mediengruppe. Neben mir steht der Hansler, er ist der Gebäudechef bei der kompletten Mediengruppe. Hallo, Herr Hansler. Hallo. Sie zeigen mir heute das neue Gebäude. Es gab ja anfangs ein paar Probleme. Der Umzug war ja eigentlich schon geplant für letzten Sommer. Was war denn da das Problem? Also die Probleme sind erst am Ende gekommen. Am Anfang lief das eigentlich ganz gut und wir haben Schwierigkeiten bekommen mit der Gebäude-IT. Das heißt, alles das, was Lüftung, Klima für die IT-Räume steuert und regelt, das hat nicht so funktioniert, wie wir es ursprünglich wollten. Und da wir ein Gebäude haben, was sehr IT-lastig ist, haben wir uns entschlossen, das zu verschieben. Wir haben ja das Bürokonzept Open Space. Das heißt auch, dass wir vertrauliche Gespräche oder Gespräche, die einfach auch mal lauter werden oder Telefongespräche, in sogenannten Rückzugsräumen stattfinden können. Wir haben im Bürobereich haben wir im Grunde genommen das so eingeteilt, dass wir eine sogenannte Mittelzone haben. Die ist breiter als normale Flure. Und in dieser Mittelzone stehen Rückzugsmöglichkeiten, das sind sogenannte Alkoven. Wir haben Kopierstationen, die sind akustisch eingehaust und eingedämmt. Und es hat natürlich auch was damit zu tun, dass es eine Umstellung des Arbeitens ist. Dinge, die Geräusche erzeugen, macht man in der Mittelzone oder in den Thinktanks. Und Dinge, die im Arbeitsbereich stattfinden, die finden am Schreibtisch statt. Wir haben uns ein bisschen bewegt, quer durchs ganze Haus. Wir befinden uns jetzt in einem sehr freien Raum. Man hat hier einen sehr schönen Blick auch auf die Umgebung. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz darüber. Da sieht man das zweite Gebäude, was Sie neu aufgebaut haben. Das ist der Medienturm und da sind alle lokalen Medien hier in Essen vertreten. Und darüber ist unsere Newswall und die ist in Deutschland was ganz Besonderes, weil sie die größte in dieser Form ist und wahrscheinlich auch in Europa. Welchen Hintergrund hat es denn, dass die beiden Gebäude hier entstanden sind? Also für uns, es ist natürlich der architektonische Entwurf und der Gedanke dahinter, warum das so ist, wie es jetzt ist. Das Gebäude, in dem wir uns befinden, das Medienhaus 1, das ist schwarz, weil es symbolisiert mit der Farbe den Kohleflöz und auch die Druckerschwärze. Und das beides verbindet uns mit der Region und den Medien. Und der Medienturm, der ist silber, weil er symbolisiert den Druckzylinder. Das ist das Original Gründerzimmer, das wir aus unserem alten Verlag mitgenommen haben. Und das war original so aufgebaut. Wir haben hier nicht nur die Möbel mitgenommen, wir haben ja auch ein Stück Funke-Geschichte mitgenommen und auch den sozusagen Stallgeruch. Weil wenn man hier reinkommt, dann riecht man auch, dass das irgendwie auch ein Stück Geschichte mit sich bringt. Und da sind wir auch mächtig stolz, dass das so geklappt hat. Das ist alles original und das ist auch aus der Zeit und das erzählt auch ein bisschen die Geschichte, wo wir herkommen. Und auch an solchen Dingen ist es uns wichtig, auch unseren Gästen zu zeigen, dass wir das nicht vergessen haben. Wir kommen aus dem Gründerzimmer der historischen Stätte hier im Haus und sind jetzt im Foyer gelandet der neuen Firmenzentrale von Funke. Und wir haben hier eine ganz besondere Treppe vor uns. Ich würde sagen, wir schreiten mal hinab und Sie erklären mir dabei, was es mit der Treppe auf sich hat. Okay, als erstes nehmen wir erstmal den Handlauf. 36 LED-Stufen, die wir als Bildschirm zusammenfassen. Ja, also wir verschmelzen also unsere Medien mit dem Gebäude. Wir haben die Auftritte so klein gemacht und die Wange so klein, dass wir mit einer Kamera, einer Projektion theoretisch die Treppe auch verschwinden lassen können. Wir haben jetzt das große Haus, das schwarze Haus verlassen und sind rübergegangen in den Medienturm. Jetzt stehen wir an einem ganz besonderen Ort. Was hat es denn damit auf sich? Wir stehen jetzt hier im Kiosk und das ist das Produkt eines Workshops mit wichtigen Unternehmensbereichen und Mitarbeitern der Funke Mediengruppe, in dem wir uns überlegt haben, was zeichnet eigentlich das Medienhaus aus? Wo können wir eigentlich unsere Medien erwerben? Das war früher das Bütchen oder die Trinkhalle. Und wir haben daraus den Kiosk 2.0 gemacht, in dem wir alle Produkte der Funke Mediengruppe, also Zeitungen und Zeitschriften und das, was wir auch digital erleben können, nicht nur kaufen, sondern auch konsumieren können. Wir haben dazu auch ein kleines Café, das sogenannte Mediencafé, auch in einer Interpretation, so wie wir das projiziert in die Zukunft sehen. Und es ist natürlich im hinteren Bereich auch alles rund um das Abo und um alle Produkte und Dienstleistungen des Verlages auch erhältlich.